Ratschen, Tröten und natürlich die Vuvuzelas. Beim Dreiländerturnier in der Sporthalle des Karl-Orff-Gymnasiums herrschte echte Fußball-Euphorie. Im Finale setzten sich die Gastgeber gegen die Schüler aus Kalusch in der Ukraine durch. In der Gewinnermannschaft des Karl-Orff-Gymnasiums kickten auch Sandra und Sabrina aus der 9. Klasse mit. Sie freuten sich über die Begegnung mit den polnischen und ukrainischen Schülern. Man sieht eigentlich, dass man sich verständigen kann, obwohl man die Sprache gar nicht spricht. Wie funktioniert das denn, die Verständigung? Irgendwie mit Gesten oder auf Englisch. Insgesamt 13 Begegnungsturniere mit über 500 Jugendlichen finden derzeit überall in Deutschland, Polen und der Ukraine statt. Finanziert wird das Sportevent von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche. Ja, das ist ja eine Jugendbegegnung und Jugendbegegnungen in diesem Jahr zum Thema Fußball, das passt auch zu Renovabis, denn Kinder sind in diesem Jahr unser Motto, unser Leitwort heißt ja, er stellte ein Kind in ihre Mitte und darum geht es ja schlechthin. Wir wollen schauen, dass Kinder im Mittelpunkt sind, dass es um Kinder sich die Dinge drehen, dass man auf Kinder achtet und Fußball, da dreht sich auch vieles drum und heuer bei der EM in Polen und in der Ukraine, da sind wir im Grunde mit dieser Tri-M auch mittendrin dabei. Und das bestätigen auch die Schüler selbst, wie dieser junge Kicker aus dem polnischen Ratibor. Ja, es war sehr schön, es war lustig. Wir haben viele nette Freunde kennengelernt, aus Polen, aus Deutschland, aus Ukraine. Ja, es ist richtig schön, hat mir gefallen. Für die Schüler vom Karl-Orff-Gymnasium bleibt es weiter spannend. In den Pfingstferien dürfen sie beim großen Finale im polnischen Lublin antreten.